In Zentralafrika, in der Demokratischen Republik Kongo, liegt Lolaya Bonobo, eine Schutzstation für Bonobo-Affen. Fast alle Tiere, die hier leben, sind Waisen. Ihre Eltern wurden von Wilderern getötet. Nahezu 99% seines Erbguts teilt der Mensch mit den Bonobos. Trotzdem ist er dessen größter Feind. Durch Waldrodung, Jagd und den Handel mit Wildfleisch sind die Bonobos vom Aussterben bedroht. Claudine André hat vor 12 Jahren das Schutzgehege Lola gegründet. Hier sollen traumatisierte Bonobos wieder Kraft zum Überleben schöpfen und ihren Weg zurück in den Wald finden. In Lola steht ein glückliches Ereignis kurz bevor. Als wenn auch die Affen im Freigehege spüren würden, dass etwas in der Luft liegt, machen sie sich auf den Weg zum Haupthaus. Die Bonobos scharen sich um einen der Käfige. Alle Zaungäste bringen sich in Position, um den großen Moment nicht zu verpassen. Im Käfig wurde das Affenweibchen Etombe isoliert, damit sie sich in Ruhe auf ihre erste Geburt vorbereiten kann. Nach 7,5 Monaten Schwangerschaft scheint die Geburt nun kurz bevorzustehen. Nach 12 Jahren, seit der Gründung von Lola, ist dies die erste Geburt in der Bonobo-Gruppe. Das Team hält den Atem an. Wenn sie das Baby in der Hängematte bekommen würde, wäre das hervorragend. Sie hätte es direkt an der Brust. Sie gebärt zum ersten Mal und ist ohne elterliches Vorbild aufgewachsen. Also hat sie vielleicht keinen Säugereflex. Wenn sie in der Hängematte gebärt, wäre das Baby auf ihrem Bauch, direkt bei den Brustwarzen. Aber ich habe Angst, dass sie den Hintern rausstreckt und das Baby runterfällt. Sie weiß jetzt nicht, wie sie liegen soll. Sie hat Schmerzen. Ich kann euch sagen, ich weiß, was das heißt. Claudines Befürchtung war gerechtfertigt. Etombe gebärt am Rand der Hängematte. Mach auf, Jean-Claude. Beeil dich. Bravo, Etombe. Schau dir die anderen an. Ja, mein Kleines, ja. Es hat geschrien. Komm her, mein Kind. Das ist das erste Baby in Lola. Außerdem war sie immer ein etwas schwieriges Weibchen. Sie stammt aus einem biomedizinischen Versuchslabor und hat unter schweren Bedingungen gelebt. Sie war unterernährt und ziemlich vernachlässigt. Es ist ein Junge. Die Pflegerinnen beglückwünschen Makali. Er ist das einzige Männchen der Gruppe im geschlechtsfähigen Alter. Daher muss er der Vater des kleinen Babys sein. Wir taufen ihn Mbano, das Geschenk. Das Geschenk des Himmels an das Paradies. Lola heißt ja das Paradies. Oder geben wir ihm einen Adelstitel, wie einem Edelmann. Mbano von Lola. Mbano ja Lola.
Etumbe hat während der Geburt instinktiv richtig gehandelt. Aber weiß sie ohne das Vorbild ihrer Mutter auch, dass sie ihr Baby säugen muss? Bis jetzt hält sie Mbano lediglich an ihren Bauch gedrückt. Das Team der Schutzstation hat eine Idee. Mama Yvonne soll Etumbe zeigen, wie sie ihr eigenes Kind stillt. Denn wenn der kleine Bonobo nicht trinkt, wird man ihn von seiner Mutter trennen und ihn mit der Flasche aufziehen müssen. Tatsächlich trinkt der kleine Mbano nach wenigen Stunden an der Brust seiner Mutter. In Lola hat man eine ermutigende Erkenntnis gewonnen. Die Bonobos sind in der Lage, sich eigenständig fortzupflanzen. In der Gruppe entstehen langsam verwandtschaftliche Beziehungen. Aus der zusammengewürfelten Truppe von Waisenkindern wird jetzt eine richtige Familie. Claudine André hat einen wichtigen Sieg errungen.